Halleluja. Jesus ist der Herr. Amen. Jesus ist der Herr. Wir danken dem Herrn für unseren ersten Gebettag. Amen. Halleluja. Ja, wir wollen unsere Stimme erheben. Wir wollen gemeinsam beten zum Herrn. Amen. Er hat uns geschafft. Er hat uns einen wunderbaren Tag geschenkt. Er beschenkt uns jeden Tag. Halleluja. Unser Gott ist gnädig. Er ist wunderbar. Er ist mächtig und alles, was er tut, gerät wohl. Amen. Amen. Ich hoffe, du hast auch einen angenehmen Tag gehabt. Ich hoffe, der Herr hat zu dir während dieser Gebetstag, dieser erste Gebetstag gesprochen. Ja, wir wollen unsere Stimme erheben. Halleluja. Wir wollen unsere Stimme erheben und diesen Tag, diese Fastenzeit, diese Gebetzeit in die Hände Gottes legen. In der Wissen, dass er uns bewahrt und beschützt. In der Wissen, dass er bei uns ist. In der Wissen, dass er mit uns ist. Im Namen Jesus Christus. Vater, wir danken dir. Wir preisen deinen Namen. Wir segnen deinen Namen, Herr. Dir allein gebührt die Ehre. Dir allein gebührt das Lob, Vater. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Dass du mit uns bist. Dass du in unserer Mitte bist. Halleluja. Vater, wir wollen diese Gebetzeit, diesen Gebettag in deine Hände legen. Denn du sagst, komm, lass uns gemeinsam rechten. Halleluja. Wir wollen gemeinsam rechten, wir wollen gemeinsam die Stimme erheben, wir wollen gemeinsam den Namen des Herrn preisen und loben, denn der Herr ist gut. Halleluja. Maria Baba, Mekeriba Kandore Basataraba, Mikanteriba Karia Sharia Baba, Mekeriba Kandore Bosa, Masenteriba Karia Shataraba, Mekeriba Kanderi Bosa, Masetekeriba Karia Sha, Mekeriba Kandore Baba Baba Baba, Mekeriba Kanderi Aro. Boshe, ma santa caria baba baba, me keri bakaria shataraba, me keri bokontore baba baba, me keri bakanderi borioshe, ma senteri bakaria shantaraba reboshe, ma senteri bokorioshe, mindara bakaria shandaraba reboshe. O Herr, du bist gut, Herr. O Herr, du bist wunderbar. O Herr, du bist mächtig, Herr. O Herr, du bist groß, Herr. Du bist gütig, Herr. Deine Gnade wird ewiglich, Herr. Deine Gnade wird ewiglich, Herr. Deine Gnade wird ewiglich, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Wir segnen deinen Namen dafür, Herr. Wir preisen dich, Herr. Denn du allein bist Gott, Herr. Denn du allein bist wunderbar, Herr. Denn du allein bist mächtig, Herr. Denn du allein bist groß, Herr. Meine Seele lobe den Herrn. Meine Seele preist den Herrn. Meine Seele koria ba 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 seterebos itara ba 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 seterebos masatarebo korioshe. Meria baba baba, mi canteri bakariasha, me santo robo koriosani ababa. Danke, Herr. Danke für diesen wunderbaren Tag. Danke für deine Gnade, Herr. Danke für deine Güte, Herr. Danke, Vater. Wir beugen unsere Herzen vor dir. Wir beugen unsere Seele vor dir. Wir beugen unsere Geist vor dir. Denn du allein bist Gott, Herr. Denn du allein bist mächtig, Herr. Denn du allein bist groß, Herr. Denn du allein bist wunderbar, Herr. Masatare busha, ikate. Ria baba baba ma senteri bo corioshe mandara bari bakaria sentere bos indare baba 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 ma senteri bo corioshe ikatore baba baba ma senteri borio. Herr, es geht nicht um uns, Herr. Es geht um dein Reich, Herr. Es geht um deinen Thron, Herr. Es geht um unsere Meister, Herr. Oh, Ria Baba, ma seteri bakatore, ma yandore bakariashe, ma santari cantara baroboshe, mi canteri barioshe, Ria Baba, me senteri bakandere boriosha, ma santare bokorioshe, Ria Baba, i cantore baba baba, ma santara bakorioshe, me keri bakanderi arabashe, ma senteri bakaria shantaraba, mi cantore baba baba, ma santore bosaka, Ria Baba, me keri bakandore bosa, oh, Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dein Blut, Herr. Wir danken dir für das Blut des Lammes, Herr. O Herr, gieß dein Blut in diesen Ort, Herr. O Herr, gieß dein Blut in unser Leben, Herr. O Herr, gieß dein Blut in unsere Gedanken, Herr. O Herr, gieß dein Blut, Herr. Das Blut des Lammes, Herr. Ja, wir wollen das Blut, ich höre dich nicht, ich möchte das Blut des Lammes. Fäng an, deine Gedanken, deine Gesinnung unter das Blut des Lammes zu bringen und sag, Herr, reinige meine Gedanken, reinige mich, ich möchte rein vor den Herrn eintreten. Und das ist nur möglich durch das Blut Jesus Christus, Herr, denn das Blut Jesus reinigt uns, Herr, denn das Blut Jesus entfernt alles, was Gott nicht wohlgefällig ist, Herr. Vater, durch das Blut, Herr.
Bete um das Blut des Lammes in dein Leben, Herr. Bete um die Reinigung durch das Blut des Lammes, Herr. Bete um die Reinigung durch das Blut des Lammes, Halleluja. Dein Blut, Jesus, Herr. Das Blut, Jesus, Herr. Das Blut, Jesus, in dieser Ort, Herr. Das Blut, Jesus, in mein Leben, Herr. Das Blut, Jesus, in meine Familie, Herr. Das Blut, Jesus, in der Gemeinde, Herr. Das Blut, Jesus, in dieser Ort, Herr. Das Blut des Lammes, Halleluja. Das Blut des Lammes, Halleluja. Masete riba kantorebus. Masete riba kanderebus. Meke riba Karia Baba, Masanta Raba Karia Shekerebos, Masenteri Bakaria Shantaraba, Icantore Baba Baba Baba, Mekeri Bakanderia Rabaso, Mekeri Bakandorobose, Micanteria Baba Baba, Mekeri Bakandore Bashandorobose, Icantore Baba 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 She. Das Blut des Lammes, Herr, das Blut des Lammes, Herr, das Blut des Lammes, Herr, das Blut des Lammes, Herr. Es gibt Sieg nur durch das Blut des Lammes, Herr. Es gibt Sieg nur durch das Blut des Lammes, Herr. Es gibt Durchbruch nur durch das Blut des Lammes, Herr. Es gibt Erfolg nur durch das Blut des Lammes, Herr. Das Blut Jesus, Herr, das Blut Jesus, Herr, das Blut Jesus, Herr, das Blut Jesus, Herr. Es gibt Sieg durch das Blut Jesus. Es gibt Durchbruch durch das Blut Jesus. Das Blut des Lammes, Herr, das Blut des Lammes, Herr. Das Blut des Lammes, Herr, das Blut in dieser Ort, Herr, das Blut in mein Leben, Herr, das Blut in dieser Gemeinde, Herr, das Blut des Lammes in meiner Familie, Herr, das Blut des Lammes im Namen Jesus Christus, Herr, das Blut des Lammes, Mare Baba, Ikatere Baba, Masoto Ribarioso, Ikandere Bosha. Meria Baba Ba, Masanta Rababa, Maseteri Baba, Ikatoria Bakantorebos, Ikatori Bokondorobosa, Masanta Reba Baba, Masentere Baba, Masantore Bakariasho, das Blut des Lammes, 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 Halleluja, Vater, zerstöre durch dein Blut, Herr, alle falschen Gedanken, Herr, alle falschen Wege, Satan, Herr, durch das Blut Jesus Christus sind wir Sieger, Halleluja. Durch das Blut Jesus Christus sind wir Überwinder, Halleluja. Durch das Blut Jesus, Manderi Bakariasha, Mekeri Bakanderi Bosha, Masanta Rebo Koriosche, Mandere Beria Baba 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 Baba, Masanta Raba Baba Baba Baba, Ikandere Baba, Mekeri Bakoriosche, Mandere Bokoriosa, Mindere Bokoriosha, Maseteri Bakariosho, Mekeri Bakandore Baba Baba, Ikantore Boshandaraba, Ikantore Bosha. Das Blut des Lammes, Vater, das Blut des Lammes in dieser Ort, das Blut des Lammes in unserem Leben, das Blut des Lammes in unserer Familie, das Blut des Lammes, Vater, wir proklamieren Durchbruch, Herr, durch das Blut Jesus, Herr, wir proklamieren Erfolg, Herr, durch das Blut des Lammes, Herr, wir proklamieren den Sieg, Herr, durch das Blut des Lammes, Herr, Moria Kandere Wosha, Mintere Beria Baba Baba, Masantara Baba Baba, Mikandore Baba Baba Baba, Masantore Bokorioche, Ikantore Bakariashe, das Blut Jesus, Halleluja. Oh Vater, wir danken dir für dein Blut, Herr. Oh Vater, wir preisen dich für dein Blut, Herr. Oh Vater, wir danken dir, denn wir überwinden weit durch der, der uns berufen hat, der, der uns erkauft hat, der, der uns errettet hat. Sein Name ist Jesus Christus, Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Masete ribakaya, ikatore kanta santaraba, meke ribakande ribarioshe, mandere bekeriasha, ekanto Reba Baba Baba, mi canto riba cariache, mande riba cariache queremosa. Halleluja, halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. In 1. Korinther 1, 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Amen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Und der Verstand, der Verständige will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wort Gewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?
Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Amen. Und in Kapitel 2, Vers 1. So bin ich auch, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragende Rede oder Weisheit des Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit vieler Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredete Worte menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit eure Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden allerdings Weisheit unter der Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit und im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorher bestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätte, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was keine Augen gesehen und keine Ohren gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefe Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Amen. Halleluja. Ja, wir wollen beten, dass wir in diese Offenbarung gehen, dass wir diese Erkenntnis bekommen, dass, was die Weisheit Gottes ist. Wir wissen ja, Paulus redet über verschiedene Sachen in diesen Texten, über die Kraft. Er sagt, wir kamen nicht, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in der überredeten Worte menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. In der Erweisung des Geistes und der Kraft. Was wollte eigentlich Paulus sagen? Paulus sagte, ich kam einfach, ich redete genauso wie Jesus Christus. Erinnert euch, als Jesus das Wort verkündigte oder predigte oder lehrte. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagten, er redet wie jemand, der Autorität hatte. Das bedeutet, er redete nicht in der Weisheit der Menschen. Er redete nicht in der Art der Menschen. Er redete in der Sprache Gottes. Und die Sprache Gottes ist eine Sprache der Autorität. Und wenn diese Sprache Gottes ausgehe, Menschen bekehren sich. Wenn diese Sprache Gottes ausgehe, Dämonen manifestieren sich, weil die werden offenbart. Denn Jesus, als er redete das Licht. Und das Wort ist Licht. Und wenn das Licht irgendwo erscheint, die Werke des Dunkelheit, die Mächte der Finsternis, werden ans Licht erscheinen. Deswegen, wenn du in der Gemeinde kommst und die Prediger im Licht und wandert auch entsprechend im Licht. Das Licht wird in dem Raum erfüllen. Das Licht wird den Raum erfüllen. Und alles, was dunkel ist, wird sich manifestieren. Deswegen wundere dich nicht, wenn während der Predigt plötzlich Gedanken in dir kommen. Was erzählt er da? Was will er von mir? Warum redet manchmal der Prediger, es ist, als ob er über dein Leben redet. Und du hast den Eindruck, er redet über dein Leben. Du hast den Eindruck, er offenbart alles, was du verborgen hast. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Prediger mit Offenbarung das Wort verkündigen. Denn das Herz der Menschen müssen offenbart werden. Die Gesinnung der Menschen müssen offenbart werden. Die verborgenen Dinge müssen ans Licht kommen. Amen. Das ist Prediger in Offenbarung, Lehren in Offenbarung. Denn wir lehren in Licht und das Licht wird erscheinen und das Licht wird die Werke des Satan offenbaren. Und wenn das Licht erscheint, die Dunkelheit muss
muss sich beugen. Wenn das Licht erscheint, die Werke Satan müssen sich beugen. Die müssen offenbart werden, die müssen sich beugen und die müssen aus uns austreten. Denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben gestern gesagt, wir sind der Wohnort Gottes, wir sind die Stadt Gottes. Und jeder Boden in uns muss eingenommen werden. Jeder Boden in dieser Stadt, in dieser Nation muss von der Gemeinde eingenommen werden, damit wir herrschen, damit wir regieren und damit wir in der Lage sind, die Seele, die in der Verborgenen verbunden sind, freisetzen. Amen. Die Seele, die im Verborgenen sind, denn der Feind hält sehr viel Seele im Verborgenen. Wenn du da draußen gehst und jemand, der alkoholisiert ist und sehr betrunken lebt, er wird denken, ja, es hat mit meinen Problemen zu tun. Und wenn du die Probleme schaust, wo sind die Probleme entstanden? Es hat mit meinen Eltern zu tun. Und die Eltern, was haben die Eltern gemacht? Die Eltern selbst haben mit von ihren Eltern Verletzungen erlebt und dadurch oder haben etwa böse Sachen getrieben und der Böse ist in der Linie der Familie eingetreten. Und Leute sehen das nicht, dass hinter Krankheiten, dass hinter Trunkenboden, dass hinter Unzug, Unreinheit, dass der Satan da hinten steckt. Der Satan verführt die Menschen in Sünde zu leben, denn er weiß, solange Menschen in Sünde leben, stehen die unter seiner Macht, unter seiner Kraft. Und wir als Kinder Gottes, wir kommen mit Licht, denn das Licht leuchtet in uns, das Licht ist in uns. Und wenn wir irgendwo erscheinen, du kommst zum Besuch bei Bekannten, für die ist Pornografie normal, für die ist Lüge normal. Ja, lüg mal ein bisschen, wer lügt nicht, jeder lügt. Für die ist normal, warum? Weil die sind in Dunkelheit und Lüge ist in die Werke der Dunkelheit. Und dadurch, dass du im Licht lebst, wenn du dort erscheinst und die Lügen, sofort das Licht sehe sofort die Dunkelheit, die dunklen Werke und das Licht in dir lehnt das ab. Amen. Das wird abgelehnt. Deswegen ist es sehr wichtig für uns zu beten und sagen, Herr, schenk mir Offenbarung, dass überall, wo ich erscheine, dass das Licht in mir alles offenbart, was verborgen ist in dem Herzen der Menschen. Du hast vielleicht seit Monaten mit jemandem über das Evangelium geredet, er will nicht glauben, sondern er lästert sogar. Und du erscheinst in dem Haus der Person und sieht, was tief hinter sein Herz verborgen ist, was tief in sein Leben versteckt ist, was er nie jemand erklärt hat, erzählt hat. Und du redest drüber. Er ist berührt. Warum? Du hast das Verborgenes ans Licht gebracht. Und das ist, was diese Weltzeit sehen möchte. Denn die Welt will nicht nur Verkündigung hören, die wollen die Kraft erleben. Die wollen den Geist in Bewegung sehen. Herr, gib mir das Wort im Geist und in Kraft zu verkündigen. Herr, hilf mir, in Kraft und im Geist zu reden. Ich will nicht nur reden, um zu reden. Ich will reden gemäß, was der Geist mir gibt. Ich will nicht einfach blabbern oder babbeln. Ich will, Vater, reden und das Herz der Menschen ans Licht bringen. Und so werden sogar die sturste Menschen, sogar die schwere Menschen, die das Evangelium seit Jahren ablehnen, die werden sich bekehren. Warum? Weil das Verborgene ist offenbart worden. Das Versteckte ist offenbart worden. Und die Gemeinde braucht diese Geist und Kraft. Die Gemeinde braucht diese Freimütigkeit, sich zu bewegen. Nicht um sich zu bewegen, sondern um wirklich etwas zu bewegen. Amen. Um etwas zu bewegen, dass überall, wo wir eintreten, nicht wir sollen weichen, sondern der Feind muss weichen. Die Böse müssen weichen, die Sünde müssen weichen und wir sollen triumphieren durch Jesus Christus. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen und beten und sag, Herr, gib mir, Herr, verleiht uns das Evangelium, verleiht uns zu reden, Vater, nicht in Weisheit der Menschen, sondern in Kraft und im Geist, Herr. Dass während wir reden, Halleluja, dass das Verborgenes offenbart wird. Lass uns unsere Stimme erheben. Halleluja.
Oria baba baba shatara baka ya baba mekeri bakanderia baba baba masetere bokariasha. O Herr, hab Erbarme in uns, Herr. O Herr, hab Erbarme in deiner Gemeinde, Herr. O Herr, hab Erbarme in unserer Gemeinschaft, Herr. Vater, wir wollen nicht mehr reden gemäß die Weisheit der Menschen, Herr. Vater, wir wollen nicht mehr verkündigen gemäß die Weisheit der Menschen, Herr. Wir wollen, Vater, wir brauchen deine Weisheit, Herr. Wir brauchen deine Erkenntnisse, Herr. Wir brauchen deine Werke, Herr. O Herr, erbarme dich, Herr. O Herr, erbarme dich, Herr. Ohne dich sind wir verloren, Herr. Ohne dich können wir nichts erreichen, Herr. Ohne dich können wir nichts schaffen, Herr. Herr, wir brauchen dich, Herr. Himmlische Vater, himmlische Vater. Maseteri bakaterebos, ikateria bababa. Maseteri bakandorebosa, ekateria bababa. Mikantori bakaria shantarabarobose, maseterebosa. Erbarme dich, Herr. Erbarme dich in unserem Leben, Herr. Erbarme dich, Vater. Gib uns das Wort. Gib uns, Vater, dein du verkündige mit Freimütigkeit, Herr. Gib uns zu verkündigen, Herr. Nicht zu reden, um zu reden, Herr. Aber zu reden im Kraft, Herr. Im Geist, Herr. Erfülle deine Gemeinde, Herr. Von deiner Kraft, Herr. Erfülle deine Gemeinde, Herr. O Herr, von deiner Kraft. Von deiner Kraft, Herr. Von deiner Kraft, Herr. Von deiner Kraft, Herr. Damit die Gemeinde wachsam bleibt, Herr. Damit die Gemeinde du sprich, Herr, damit die Gemeinde in Kraft eintrete, Herr. Oh, das Herz der Menschen wird offenbart, dass die Gesinnung wird offenbart, das Verborgene wird an Licht eintreten, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Matare baka yashem, mikanteri barioso, manderi bakari yashatarobos, mekeri bakari yashadorobos, mekeri bokondorobos, mikantara bashem, masenteri bakari yashem, mekeri bakandore katakata seteri bosham. Oh ba 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 setere. Oh ba 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 setere. Oh ba 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 setere bosha. Vater, wir flehen dich an, Herr. Wir flehen dich an, Herr. Wir flehen dich an, Herr. Erbarme dich, Herr. Erbarme dich in diesem Ort, Herr. Erbarme dich in deiner Gemeinde, Herr. Erbarme dich in der Mitte deines Volkes, Herr. Erbarme dich in deiner Gemeinde, Herr. Erbarme dich, Vater. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart in dieser Nation, Herr. Europa braucht dich, Herr. Die Gemeinde in Europa braucht dich, Herr. Maseteri bakayaba, ikantore bashatorobose, mekeri bakandorobosha. Erbarme dich, Vater. Erbarme dich, Vater. Erbarme dich in unserer Mitte, Herr. Erbarme dich in deiner Gemeinde, Herr. Erbarme dich, Vater. Du sagst in dein Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun, Herr. Ja, wir können nichts erreichen, Vater, ohne deine Gegenwart, ohne deine Kraft, Herr, ohne deine Gegenwart, Herr. Oh, Vater, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr. Verleih uns deine Kraft, Herr. Verleih uns deine Kraft, deinen Geist, Herr. Verleih uns in Freimütigkeit zu reden, Herr. Verleih uns in Licht zu wandeln, Herr. Oh, Vater, wir lehnen ab, Herr, jeder verborgene Sünder in uns, Herr. Jeder verborgene Gedanke in uns, Herr. Jede falsche Gesinnung, Herr. Jeder falsche Gedanke, Herr. Wir lehnen die ab, Herr. Wir wollen mit dir wandern im Sieg, Herr. Wir wollen in deine Heiligkeit wandern, Herr. Masoto robo koryosha, ikatere bakaria shato robos, manderibo shaya baba. E canteri bakataya, e cantori bakantorebos, e canteri bakaria shata, mekeri bakandore bababa, i canteri bakaria sho, i canteri bakaria bababa, masontore bakaria she, mando robo corio shando robosa, mekeri bakanderi bariosa, mando re bakaria shantaraba, mekeri bakondorobosha yabaso. Hab Erbarme, Vater. Hab Erbarme, Vater. Hab Erbarme, Meister. Wir brauchen dich, Herr. Hab Erbarme, Meister, Herr. In dieser Nation, Herr. In Europa, Herr. Hab Erbarme, Vater. Hab Erbarme, Vater. Hab Erbarme, Vater. Wir brauchen dich, Herr. Lass dein Blut in diese Nation strömen, Herr. Lass dein Blut gestreut werden, Herr. Lass dein Blut fließen, Herr. In diese Nation, Herr. Dass die Sünde, Vater, vergeben werden, Herr. Dass Menschen ihre Sünde erkennen, Herr. Dass die umkehren. Halleluja, Vater. Wir beten um Erweckung in deiner Gemeinde, Herr. Wir beten Erweckung überall, wo die Gemeinde eingeschlafen ist, Herr. Oh, Vater, hab Erbarmen. Oh, Vater, hab Erbarmen. Oh, Vater, hab Erbarmen. Oh, Vater, hab Erbarmen. Wir flehen dich an, Vater. Oh, Rakatakariasan. Du sagst dein Wort in ihre Nöte. Die schrie zum Herrn. Der Herr sandte sein Wort und sein Wort befreite ihn. Du sagst, wer den Namen Gottes anruft, der wird errettet, Vater. Oh, Rakatakashem. Maseteri Bakariasokorobo. Wir brauchen dich, Vater.
Wir brauchen dich mehr wie je zuvor, Vater. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Meister. Komm uns zu Hilfe, Vater. Komm uns zu Hilfe, Vater. Komm deine Gemeinde zu Hilfe, Vater. Komm dein Volk zu Hilfe, Vater. Mekeri bakaria shotorobosa. Ikanteria bababa seterebos. Mandoro kontoria bababa. Mekeri bakanderebosa. Ikanteria katoyebosa. Ikantore bakaria shotorobosa. Masente keri bakanderi barioshe. Mari bakario shandorobosa. Hab Erbarme in deine Gemeinde, Herr. Hab Erbarme in unsere Familie, Herr. Hab Erbarme in mein Haus, Herr. Hab Erbarme in meine Kinder, Herr. Hab Erbarme in meine Frau, Herr. Hab Erbarme in meinen Dienst, Herr. Gib mir Weisheit, Herr. Schenk mir viel Weisheit, Herr. Schenk mir Kraft, Herr. Schenk mir deine Kraft, Herr. Deine Kraft, Vater. Deine durchbrechende Kraft, Herr. Deine siegende Kraft, Herr. Schenk mir in Geist zu wandeln, in Geist erfüllt zu sein. O Vater, ich flehe dich an, Herr. Masete ribakato, ikato rekata. Herr, ich bin abhängig von dir, Herr. Ich will nicht meinen eigenen Wille folgen, Herr, sondern deinem Wille, Vater, sondern deine Werke tun, Herr, sondern deine Werke tun, Herr. Lass deine Pläne in meinem Leben sich erfüllen, Herr. Denn du sagst in dein Wort, ich weiß, was für Pläne ich für euch habe, Herr. Die Pläne des Sieges, die Pläne der Erfolg und nicht der Unheil, um uns eine Zukunft, Halleluja, um Friede zu geben, Herr. Masotori bakaria shotorobosa. Danke, Herr. Danke für deine Pläne. Danke für deine wunderbaren Pläne. Danke für deine siegenden Pläne. Danke, dass du dabei bist, Herr, in diesem Ort, Herr, um unsere Schritte zu lenken, um uns zu führen, Herr. Halleluja. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte rennt hinein und ist errettet. Halleluja. Ist errettet, Halleluja. Ist errettet, Halleluja. Halleluja. Psalm 50, Vers 14 bis 15. Psalm 50, sagt der Herr, opfere Dank, Gott Dank, und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich ehren. Rufe mich an am Tag der Not. Wir wissen ja, wir rufen den Herrn nicht nur am Tag der Not. Amen. Wir rufen ihn auch, wenn es uns gut geht. Aber es gibt uns, er sagt uns hier, wenn du in Not bist, ruf mich an. Weil oft, wenn wir in Not sind, wir rufen bei Eltern erstmal. Wir rufen der Familie erstmal. Wir rufen bei Bekannten. Aber er sagt, ruf mich an. Ruf mich. Vertrau mir. Auch wenn du mich nicht siehst. Auch wenn ich nicht so sichtbare Gott, wie die Welt will. Die Welt möchte einen sichtbaren Gott. Deswegen benutzen die Steine, Bäume, Felsen und so weiter als Gott. Aber wir haben einen Gott, der sie sichtbar gemacht hat und kam in unsere Mitte. Jesus ist hier sichtbar. Amen. Er ist sichtbar. Gott ist sichtbar gemacht worden durch Jesus. Jesus ist der unsichtbare Gott, der sie sichtbar in der Mitte seines Volkes gezeigt hat. Und dieser Jesus lebt in mir. Wenn du mich siehst, wie ich mich bewege, wie ich unterwegs bin, gemäß des Wort Gottes, siehst du Jesus Christus. Amen. Ruf mich am Tag des Notes. Ich weiß nicht, in welcher Not du gerade bist, aber es gibt bestimmt Not in dieser Nation. Es gibt bestimmt Not in diesem Kontinent. Es gibt bestimmt Not in Asien, in Afrika, in Europa. Und es gibt am meisten auch viel Not in der Gemeinde Gottes. Amen. Die Not der Welt können wir nicht komplett löschen. Die Welt muss mehr und mehr und mehr in Not versinken, gemäß des Wort Gottes. Aber wir sollen beten, dass die Welt in ihre Nöte, dass Leute erkennen, dass die Jesus Christus brauchen. Dass die Erkenntnis bekommen. Ohne Erkenntnis gibt kein Umkehr. Ohne Erkenntnis gibt kein Buße. Wenn wir jetzt hier sagen, wir tun Buße, wofür soll ich Buße jetzt tun? Wenn ich sage, okay, wir tun Buße, du würdest mir die Frage stellen, wofür soll ich Buße tun? Buße ist effizient, wenn Erkenntnis da ist. Wenn du keine Erkenntnis hast, dass in deinem Leben bestimmte Dinge da sind,
was dein Leben blockiert, was dein Leben hindert. Wenn du diese Erkenntnis nicht hast, wirst du nicht effizient beten. Amen. Wir werden einen Text heute noch betrachten und morgen noch betrachten und übermorgen noch betrachten. Dieser Text sagt uns sehr viel. Und wenn du diesen Text nicht begreifst und keine Erkenntnis hast, worum er geht, dann können wir nicht viel für dich machen. Denn die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde. Nicht wegen Mangel an Gebet, nicht wegen Mangel an Lobpreis, nicht wegen Mangel an Gemeindebesuch, nicht wegen Mangel an Gemeinschaft, aber wegen Mangel an Erkenntnisse. Mein Volk geht zugrunde, wegen Mangel an Erkenntnisse. Und mit drei Dingen wird ein Haus bestehen. Mit Esther. Womit besteht das Haus? Esther. Weisheit. Zweite. Dritte. Ja. Ohne diese drei Dinge besteht das Haus nicht. Aber diese Weisheit ist nicht die Weisheit der Welt. Diese Weisheit ist Gott. Gott ist die Weisheit. Erkenntnis. Was ist Erkenntnis? Was ist Erkenntnis? Offenbarung. Was für Offenbarung? Essen. Welche ist die erste Erkenntnis, was notwendig ist für den Menschen? Christus zu erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er kam, um uns zu erretten. Das ist die erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, dass ich Sünder bin. Und dass gemäß Römer 3, Vers 23 bis 24, alle haben versündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die die haben sollten. Wichtig. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die haben sollten. Das ist die dritte. Erste Erkenntnis, Jesus Christus. Zweite Erkenntnis, dass ich umkehren soll, gesündigt habe. Dritte, erkenne ich, dass ich Sünder bin. Ohne Buße bringt mir nichts. Ich muss Buße, dass wir dort umkehren. Amen. Umkehren, sehr wichtig. Welche Erkenntnis kann man noch nennen? Dass er im Geist wandern soll. Welche Erkenntnis noch? Dass ich im Geist erfüllen soll. Welche Erkenntnis noch? Dass ich jünger sein soll. Welche Erkenntnis noch? Über die Sünde der Vorfahren. Sehr wichtig auch. Über die Sünde. Warum die Sünde der Vorfahren? Von allem, was wir geredet haben, es geht um die Errettung. Okay? Wenn ich diese Erkenntnis habe über Jesus, über mich, über Umkehr, über Buße, über Jünger, das ist meine Errettung. Okay? Aber was die gesagt hat, über die Sünde oder Altäre meiner Vorfahren, was bringt das in mein Leben? Jemand will sagen, ich bin in Christus, ich bin eine neue Kreatur, warum soll ich die Altäre oder die Sünde meiner Vorfahren bekennen? Leute werden euch das fragen. Warum? Ich bin doch ein Jünger, ich bin neu geboren. Ich lebe schon mein geistiges Leben, ich werde in den Himmel gehen. Was können wir sagen? Ja, erstens, was kann man noch sagen? Es gibt viel zu sagen. Deswegen öffnen wir schnell das Buch von 2. Mose. Das werden wir jetzt verstehen. 1. Mose, erstmal, bevor wir weiter ins Gebet gehen. 2. Mose, Kapitel 5, Vers 1 bis 4, sagt die Bibel. Danach ging Mose und Aaron hinein und sagte zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israel, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich es aus seiner Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Es war die Wahrheit, er kannte den Herrn nicht, deswegen könnte er der Herr nicht gehorchen. Wenn man Gott nicht kennt, kann man Gott nicht gehorchen. Warum soll ich eine Stimme hören, die ich nicht kenne? Warum soll ich einen Gott hören, den ich nicht kenne? Aber Gott wird ihn durch bestimmte Umstände dazu bringen, seine Stimme zu hören und sich um zu gehorchen. Deswegen irgendwo
nennt Gott Pharao sein Diener auch. Okay? Er musste durch Umstände die Stimme Gottes hören. Nach der 10. Plage hat er begriffen und bekannt, wer dieser Gott ist. Und viele Menschen sind so in der Welt. Die warten, dass eine Plage nach der anderen bis zu kurz zum Sterben, dann kommen die in der Gemeinde oder suchen sie nach Gott. Das ist der Geist Pharao der Welt. Pharao regiert in der Welt. Deswegen die Menschen der Welt haben dieselbe Eigenschaften wie Pharao. Wir kommen doch aus Ägypten. Der Geist Ägypten regiert in der Welt. Deswegen, du kannst an deinen Nachbar mehrmals über Jesus reden, erzählen. Er will nicht umkehren, er lästert sogar. Genauso wie Pharao, die lästern auch in der Welt über unsere Glaube. Okay? Und irgendwann passiert ein schwerer Unfall. Oder passiert schlimmere Sachen. Man sucht Hilfe überall, man findet keine Hilfe. 10 Plagen sind passiert. Frau tot, Kinder krank, das passiert. Dann fängt man an, wo ist Gott? Okay? Das ist der Geist Pharao. Er braucht erstmal die Plage. Er muss erstmal die Finger Gottes erleben, bis er umkehrt. Bestimmte Mitglieder unserer Familie müssen erstmal diese Finger erleben. Deswegen manchmal, wir müssen beten, dass mehr Plage in die Welt kommen, aber Herr, die Plage, die Menschen zu Buße führen will, dazu führen, dass sie nach der Suche der Erkenntnis Gottes. Das ist meine Art von Gebete. Bring Situationen in meine Familie her, die dazu führen wird, dass die keine Ausweichmanöver mehr machen können. Dass die nur nach Gott suchen. Wenn ich höre, jemand liegt schwer krank, ich sage, Herr, wenn deine Wille, Halleluja, danke, dass er schwer krank ist. Er war gesund, er hat nur getrieben, was er wollte. Amen. Hey, ich bin ein verrückter Mensch. Wenn ich höre, dass meine Cousine im Bett liegt, ich rede mit ihr über Jesus, die hat einen wunderbaren Ehemann, der viel Geld verdient hatte, die hat nicht mal an Jesus gedacht. Aber jetzt, seit 5, 6 Jahren hat sie mich nie angerufen. Aber vor 3 Tagen ruft sie mich an. Mein Mann ist weg. Ich sage, Halleluja. Danke, Herr. Ja, weil das Herz ist jetzt bereit, das Evangelium zu hören. Der Mann war da, hat Geld gehabt, sind nach Dubai in Urlaub, überall von Afrika. Die leben in Afrika, die verdienen sehr viel Geld. Die sind überall gereist. Die hat Foto gepostet, Video, wie die in Dubai und so, in Hochhäusern und so. Ich sage, Halleluja, das ist gut. Ist es das Leben? Ist gut. Ist es, was du willst? Habe ich ihr gefragt. Ja, okay. Wir haben Jesus Christus gewählt und wir bezahlen den Preis. Die hat gegen uns gelästert. Aber jetzt was passiert? Der Mann sagt, er kann nicht mehr. Er ist weggegangen. Und jetzt ruft sie an. Warum? Die Gebete werden erhört. Verrückte Gebete werden erhört. Halleluja. Warte nicht, dass schlimmere Situationen passieren, bevor du diese Sünde ablehnst. Warte nicht, wenn du verborgene Sünde hast. Warte nicht, dass es schlimm wird. Weil wenn du Jesus einmal als Erlöser und Erretter empfangen hast und du lebst weiterhin vor verborgener Sünde, Gott liebt dich, Gott ist bei dir, aber diese Sünde sind offene Türen, was der Feind jederzeit nutzen kann. Es sind offene Türen, wo er sieht das und er weiß, irgendwann werde ich in der Lage sein, durch diese Tür hineinzutreten. Und es gibt bestimmte Sünden, er fragt dir nicht mal nach Erlaubnis, er tritt sofort hinein. Und wir müssen für diese Nation beten, dass der Stolz dieser Nation zerbrochen wird. Dass der Stolz in der Gemeinde zerbrochen wird. Die Gemeinde ist so stolz geworden. Die Gemeinde tut, was sie will, nicht mehr, was Gott will. Und deswegen soll dieser Stolz zerbrochen werden. Und Gott soll den Geist der Gemeinde wieder erheben. Halleluja, gemäß Agai 1. Die waren zurück, die sind zurückgegangen, haben an ihre Häuser gebaut. Jeder war stolz auf sein Haus. Jeder hat sein Haus gebaut. Was macht der Herr? Er bringt Umstände. Er sagt, ihr setzt, ihr erntet nichts. Ihr arbeitet, ihr habt nichts. Ihr tut, ihr seid krank. Eure Taschen sind durch Löcher. Ich habe das getan. Warum? Ihr habt an eure Häuser gebaut. Ihr habt an eure Stolz gebaut. Aber mein Haus steht in Trümmern. Mein Haus steht in Trümmern. Und wir beten, dass Gott so einen Wind in der Gemeinde in diese Nation schickt, dass die Gemeinde keine Wahl hat, außer auf der Knie zu gehen. Denn den Sieg erringen man nur auf den Knie. Der Durchbruch erlebt man nur auf den Knie.
Auf den Knie bedeutet, sich zu demütigen. Auf den Knie bedeutet, auf deinen Stolz zu verzichten. Auf unsere Hoffnung. Wenn wir können hier kommen und beten, Herr, Erweckung in der Gemeinde. Gott kann Erweckung, aber Erweckung kommt nicht ohne Zerbruch. Erweckung kommt nicht ohne Erkenntnis. Wenn Leute keine Erkenntnis haben, dass sie sich falsch bewegen, geht mal in viele Gemeinden und sagt, ihr bewegt euch falsch, man wird dich rausschmeißen. Geht mal in der Gemeinde und sagt, ja, warum ist das Wort nicht mehr präsent? Warum predigt man nur 10 Minuten am Sonntag, 15 Minuten? Es muss laut die Wissenschaftler, mehr wie 15 Minuten ist zu viel. Dann musste Paulus, ein Wissenschaftler, hören. Er hat die ganze Nacht gepredigt. Leute haben Amnesie. Kennt ihr, was Amnesie ist? Die sind vergesslich. Die lesen das Wort und jetzt sagen wir uns, ja, laut die Wissenschaftler, mehr wie, ich habe das von einem Pastor gehört, 15 Minuten Predigt ist zu viel. Mehr ist zu viel. Ja, was war mit Paulus? Was war mit Jesus Christus? Jesus hat tagelang gepredigt und er hat sogar Menschen ernährt. Das vergessen man jetzt. Man hört, was die Wissenschaftler sagen. Das ist furchtbar. Und wenn solche Leute keine Erkenntnis mehr haben, dass wir uns falsch bewegen, die Erweckung wird nicht kommen. Die Erweckung kommt, wenn du in deinem Zimmer bist auf den Knie und hast die Geburtsschmerzen. Habt ihr schon gebetet, ihr habt Geburtsschmerzen? Habt ihr schon solche Gebete gemacht, die Geburtsschmerzen gefühlt? Du schreist, du weinst wie ein Tier. Es hat mich einmal getroffen. Ich war in Nepal, in meinem Zimmer. Ich kam, ich ging auf den Knie. Ich hatte Schmerz. Ich habe geschrien. Ich habe nach dem Herr geschrien. Herr. Stundenlang war ich auf den Knie. Ist mir oft passiert, dass ich auf den Knie gehe und ich kann nicht mehr aufstehen. Ich muss nur, Gott zeigt mir, ich war in der Türkei, ich war in meinem Hotelzimmer. Gott kam zu mir und zeigte mir, sieht mal diesen Mann Gottes, sieht mal. Die hat mit mir angefangen, aber die haben mich auf den Weg gelassen. Und ich sagte, Herr, was soll man machen? Der Herr sagt, wenn so eine große fällt, viele fallen. Und deswegen sollen die Gemeinde beten, dass solche Männer wieder erhoben werden, dass sie wieder auf ihr Gewänder einziehen, dass die Gewänder der Wohlstand-Evangelium weglassen, dass die Gewänder der New Age weglassen, dass sie zurück zu mir kehren. Die wurde verführt, weil die falsche Verbindung haben, falsche Connection in deinem Dienst kann dazu führen, dass du aus dem Weg ausweichst. Falsche Connection. Viele Männer, die ihr seht, die groß sind, die gut angefangen, die meisten haben gut angefangen, aber die haben falsche Connection auf dem Weg gehabt. Die haben versucht, die sind in eine andere Gemeinde gegangen und die haben gesehen, in dieser Gemeinde macht man das, es gefällt. Die sagen, ich kann auch das in meiner Gemeinde probieren. Nein, ich bin nicht da, um Gemeinde zu kopieren. Leute kamen, ja, warum gibt es keine Älteste hier in der Gemeinde? Bei mir sind alle Älteste. Warum muss ich extra Älteste nennen? Ja, alle Gemeinden machen so. Ich bin nicht alle Gemeinde. Als ich auf den Knie war und Gott kam zu mir und sagte, er richtete mir einen alten Mann heim. Gott sagte mir, du wirst das bauen gemäß, was ich dir zeigen werde. Du wirst nicht machen, wie die anderen machen. Du wirst machen, wie ich dir zeige. Man will immer kopieren. Man hat das dort gesehen, man will das machen. Man hat hier gesehen. Nein, man kann Technik kopieren. Man kann die Wände kopieren. Aber was um Geist geht, kopiert nie was von anderen. Mein Gebetleben ist nicht dein Gebetleben. Halleluja. Sei mein Nachahmer, sagt Paulus. Aber tu das nicht mit falscher Gesinnung. Ich bete, dass alle, die hier Männer Gottes und Frauen Gottes am Werden sind, dass die besser sein wie ich, dass die mehr Salbung haben. Ja, dann werde ich mich freuen. Aber wir dürfen nicht irgendwo gehen und sehen, ja, der Mann Gottes, der nimmt Streu auf Leute und Leute fallen. Ich muss dasselbe machen. Der Mann Gottes bringt Flasche Wein und gibt ihr dazu trinken und fangt an, in Zunge zu beten. Ich muss dasselbe machen. Nein, wir müssen aufpassen. Falsche Verbindung hat dazu geführt, dass eine nach der andere. Was ist mit der Toronto-Salbung? Ist genauso passiert. Es waren wunderbare Männer Gottes, die mit dem Herrn unterwegs waren. Aber als Toronto-Salbung anfing, als Toronto-Erweckung, viele sind von Europa, von Asien, von Amerika nach Toronto gegangen, haben die Salbung bekommen. Die anfängliche Salbung war gut, aber
ganz, der Feind kam durch verschiedene große Namen und hat diese Salbung. Der Python-Geist hat sich eingemischt, die Marinenküstengeist hat sich an, die Küstengeist haben sich eingemischt. Die haben wie ein Melting Pot gemacht. Die haben alles komplett vermixt und sie haben weiter in die Welt verkauft. Und diese Salbung Toronto, die meisten, die das heutzutage, geht mal bei Vinia, geht mal mit der Lachsalbung. Habt ihr schon Lachsalbung erlebt? Habt ihr das noch nicht? Du bist in einer Gemeinde, man legt die Hand und Leute fallen am Boden, fangen an laut zu lachen. Die sagen, sie die Freude dem Herrn, sie die Salbung Gottes, der Geist Gottes. Leute lachen sehr laut. Andere fangen, wak, so war die Salbung Toronto, so schlimm. Und viele Familien sind dadurch kaputt. Warum? Es war die Schlangengift. Und wenn so einer, der diese Salbung hat, dir die Hände auflegt, du kriegst die Same in dir. Deswegen pass auf, wer dir die Hände auflegt. Ah, es gibt ein Seminar in Hamburg, du rennst nach Hamburg. Es gibt ein Seminar in Hannover, du rennst nach Hannover. Kennst du, was dort los ist? Hat Gott dir die Zusage gegeben, dass du dort gehst? Wenn du dich irgendwo bewegen möchtest, wir sind eine Familie, Herr. Wenn Shayo zum Beispiel nach Hannover gehen möchte, Shayo redet mit 2, 3 Geschwistern, bete, ich gebe ihnen ein Seminar. Wenn 1, 2, 3 Schwestern mir sagen, pass auf, ich stoppe es mal, ich bete es mal. Halleluja. Denn die sind meine Wächter. Wer ist deine Wächter in der Gemeinde hier? Wer wacht über dein Leben? Deine Brüder und Schwestern sind da, um zu wachen, um zu beten, um auf dich aufzupassen. Der Geist Pharao ist nicht mehr da draußen. Er ist in der Gemeinde. Er ist in der Gemeinde. Halleluja. Vers 3. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Wir gehen im Kapitel 7, Vers 14 bis 16. Der Herr sprach zu Mose, das Herz der Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geht am Morgen hin zum Pharao. Siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nils. Und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist. Und sprich zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in die Wüste dient. Aber siehe, du hast bis jetzt nicht hören wollen. Das Herz war so verstockt. Er wollte nicht ziehen lassen. Er wollte nicht hören auf Gott. Er kannte Gott nicht. Wenn wir im Vers 26, und der Herr sprach zu Mose, geh hinein zu Pharao und sprich zu ihm, spricht der Herr, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weigert, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen und der Nil wird vom Fröschen wimmeln, sie sollen heraufkommen in dein Haus und in deine Schlafkammer und auf dein Bett. Auch in die Häuser deiner Knechte unter dem dein Volk, in deinem Backofen und in deine Backtrüge. Und die Frösche sollen auf dich und auf dein Volk und auf alle deine Knechte kriechen. Denkt ihr, das hat Pharao was gemacht? Nein, sein Herz war verstockt. Mose, der Große, steht vor Pharao und sagt ihm, lass mein Volk ziehen. Pharao sieht Wunder von Gott. Erste Plage, 2. Plage, 3. Plage, 4. Plage, 5., 6. Und du denkst, dein 10-Minuten Gebet am Tag berührt, bewegt was? Ich sage nicht, dass 10 Minuten nicht bewegen kann. Aber wenn du dich befriedigst mit jeden Tag 10 Minuten Gebet, die Begegnung mit Mose mit Frau war wie ein Gebet. Halleluja. Aber es war ein sichtbares, denn der Kampf hier war sichtbares Kampf.
Aber wir sind in Unsichtbare, wo wir Pharao begegnen in Unsichtbar und wir sagen, lass meine Familie fortziehen, lass meine Stadt fortziehen, lass die Gemeinde fortziehen. Wer ist euer Gott? Ich bin der Herrscher in dieser Nation. Aber wenn du das Wort Gottes nicht kennst, und es, geschrieben steht, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst, geht hinein in die Welt, verkündigt das Wort, treib Dämonen aus, Heilkranken und so weiter. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst und Pharao sagt, hier steht geschrieben, hier, Jesus hat dich am Kreuz besiegt, damit die Seele in die Welt frei ist. Er wird nicht auf dich hören. Aber irgendwann musst du mit dem Stab schlagen, damit deine Familie frei. Denn Gott sagt, glaub, du und deine Familie werdet errettet. Aber warum habe ich geglaubt, bis jetzt kehrt keiner um in meiner Familie? Warum? Der Pharao, der lässt dich einfach los, weil du kommst mit tollen Lächeln, Lippe geschminkt und sagst, Pharao, kannst du meine Familie bitte? Nein. Irgendwann musst du den Stock nehmen. Und dieser Stock ist der Name Jesus Christus. Dieser Stock ist die Kraft des Geistes. Und Pharao beweisen, dass du nicht da bist, um zu spielen. Dass du ernst meinst, dass du Autorität, Vollmacht hast, gegen Schlangen und Skorpionen zu treten. Er muss das wissen. Hey, wenn du einfach nicht ihn nicht zeigst, dass du das hast, er wird nicht glauben. Bis er die erste Ohrfeige bekommt von dir, zweite Ohrfeige, dritte, dann weiß er, du meinst ernst. Viele Christen haben Vollmacht, gegen Schlangen und Skorpionen zu treten, aber die nutzen diese Vollmacht nicht. Deswegen widersteht uns der Satan. Und schau mal im Vers, in Kapitel 10, wir werden bald wieder in Gebet gehen. Kapitel 10. Kapitel 10, Vers 7. Da sprach die Knechte des Pharao zu ihm. Wie lange soll uns diese zum Fallstrick sein? Lass diese Leute ziehen, damit sie den Herrn, ihre Gott, dienen. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Das war ihnen egal. Das war ihnen egal. Hauptsache beweist er oder hält er die Hebräer unter seiner Macht. Da holte man Mose und Aaron wieder zum Pharao. Der sprach zu ihm, geht hin, dient dem Herrn, eure Gott. Wer aber soll denn hingehen? Was hat ihm Mose am Anfang gesagt? Wir und dem Volk, wir wollen ziehen. Aber warum kommt noch diese Frage? Wer soll überhaupt mitgehen? Wer soll überhaupt aus deiner Familie mitgehen? Mitbekehrt sein? Du kannst bekehrt werden, aber deine Familie bleibt bei mir. Versteht ihr? Wer? Ich sag, der Herr sagt, ich und meine Familie werden ihm dienen. Lass meine Familie los. Lass mein Leben los. Nein, du kannst gehen, aber lass erstmal deine Familie. Wer soll denn hingehen? Und Mose sprach, wir wollen mit unseren Jungen und Alten, mit unseren Söhnen und Töchtern, mit unseren Schafen und Rinder ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Mit was wollte er ziehen? Allein? Nur Mose, Aaron, Miriam, gell? Nein. Wir mit unseren Alten, mit unseren Jüngern, das ist die Familie. Und dann sagt er, mit unseren Schafen Rinder ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Mit unserer Haben, mit unserer Segen. Als die nach Ägypten kamen, kamen die mit einer Schafe? Als die damals durch Josef nach Ägypten kamen, hatten die Schafe? Nicht so viel. Nicht so viel. Die haben Reichtum in Ägypten erworben. Viele, viele Reichtum. Und das ist eine der Dinge, was auch Ägypten Angst gemacht hatte. Sehr viel Reichtum. Und als die aus Ägypten rauszog, was haben die? Gold, Geld, Silber,
Silber und viele, viele Reichtum, was die bekamen. Aber Pharao sagt hier, lasst eure Frauen, das ist das erste, die erste Verhandlung. Ihr geht nur allein. Mose sagt nein mit allen. In Vers 10, da sprach er zu ihnen, der Herr sei ebenso mit euch, wie ich euch samt eure Kinder ziehen lasse. Seht, da ihr habt Böse im Sinn, nicht so, sondern ihr Männer geht hin und dient dem Herrn, denn das habt ihr auch verlangt. Ihr Männer, geht und dient dem Herrn, denn das habt ihr verlangt. Wir sehen, wie listig er war. Er versucht zu sagen, geht ihr Männer, lasst hier was, Frauen und Kinder und eure haben. Und dient den Herrn, denn das habt ihr verlangt. Und man jagte sie weg von Pharao. Da sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand und so weiter. Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypter so finster wird, dass man die Finster greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus. Und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypter 3 Tage lang. So dass während 3 Tage niemand den anderen sehen könnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen könnte. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihre Wohnungen. Sagt es euch was? Dunkelheit, so dick, dass man greifen kann. So dick, dass es sichtbar ist. Aber in dem Haus der Kinder Israel, was war es? Licht. Sagt es euch was? Amen. Da ließ der Pharao Mose rufen, Vers 24, und sprach, geh hin, dien den Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben, lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Es ist eine Verhandlung nach den anderen. Erstens, ihr geht, ihr 3. Zweitens, ihr Männer, ihr geht. Okay? Drittens, geh, lasst eure Frauen und Kinder. Keine Option. Er sucht eine Option. Es ist wie du bei Mercedes gehst und möchtest Auto kaufen. Man sagt, okay, das Auto selbst kostet 10.000. Aber lass Klimaanlage, dann sparst du Geld. Lass das und das und das. Nein, ich will alles haben. Alle Optionen möchte ich haben. Wisst ihr, liebe Schwestern, Bruder, Geschwister im Geist, es ist so, wir sind genauso, wie Israel aus Ägypten ausgezogen ist, wir sind mit ausgezogen durch Jesus Christus aus dem Ägypten. Aber viele Christen sind ausgezogen, haben ihre Mütter und Kinder gelassen in Ägypten. Andere sind mit ausgezogen, aber die leben ohne Segen. Warum? Der Segen ist dort geblieben. Wenn Mose gesagt hat, okay, wir freuen uns, wir haben unsere Frauen, unsere Kinder, wir lassen die Schafe, die Rinder. Die Schafe und Rinder waren das Zeichen der Reichtum, der Segen, der Sieg. Halleluja. Wie ist mit deinem Sieg? Dein Reichtum ist deine Finanzen. Dein Reichtum, deine Schafe und Böcke sind deine Finanzen. Es sind dein Haus. Es sind dein Segen, dein gesundheitlicher Segen, deine Familie Segen. Es ist deine Ehe und so weiter. Wo ist es zur Zeit? Wo ist es zur Zeit? Ist es noch in Ägypten? Oder hast du alles mitgenommen? Gemäß Epheser 1. Wir wurden gesegnet mit allen himmlischen Segen. Wir wurden reich gesegnet mit aller himmlischen Segen. Aber erlebst du das? Oder musst du noch sagen, hey, hier damit. Ist es sichtbar in dem Reich Gottes? Ist es sichtbar in der Gemeinde, dass viele errettet sind, aber erleben den Segen nicht? Ist es sichtbar im Reich Gottes, dass viele errettet sind, aber die sind noch, ihre Segen ist noch gebunden, ihre Gesundheit ist noch gebunden,
Die Finanzen sind noch gebunden. Die Ehe ist noch gebunden. Die Kinderlosigkeit ist da. Warum? Weil wir nicht wir leben ohne Erkenntnis. Und wenn du betest, Herr, offenbart mir das Verborgene in mir, in mein Haus, in meine Gemeinde und in der Nation, wo ich bin. Und der Herr wird anfangen zu offenbaren und zu zeigen, wo es blockiert, wo es hängt, was getan werden soll, damit du in Vollkommenheit deiner Segen lebst. Pharao hat verhandelt. Er hat versucht, etwas mitzubehalten. Er hat versucht, mit etwas zu bleiben, was eigentlich die Israeliten gehörte. Aber was hat Gott am Ende gesagt? Dadurch, dass du behalten möchtest, dadurch, dass du die Frauen alles, du willst nicht nur geben, was sie haben, was ihnen gehört, du willst noch geben, was euch gehört. Halleluja. Deswegen, ich trete nicht aus Ägypten und lasse meine Erbteile, mein Segen, alles, was mir gehört, die Gesundheit meiner Familie, der Durchbruch meiner Kinder, das Erfolg in meinem Haus, ich lasse das nicht in Ägypten. Deswegen brauchen wir Erkenntnisse. Ich erlebe oft Leute, die sind im Reich Gottes, die dienen Gott, aber die kommen immer mit der Frage, wann werde ich diese Segen erleben? Wann werde ich das oder das erleben? Ich habe einen schweren Fall gestern, eine Schwester, die ich begleite, die lebt in den USA. Sie hat mich gerufen. Ihre jüngere Schwester in Paris war im Krankenhaus. Die ist schwanger. Die war schwanger 5 Monate. Und es gab eine Risse. Wasser kam langsam raus. Sie hat mich gerufen. Hat einfach geschrieben, meine Schwester liegt im Krankenhaus, bitte bete. Sag, schick mir die Nummer deiner Schwester. Ich möchte für sie am Telefon persönlich beten. Ich habe die Schwester angerufen. Die lag im Krankenhaus. Es kam Wasser raus. Und wir haben gebetet. Während wir gebetet haben, ich habe so Mitleid, so starke Mitleid gehabt. Weil in dieser Familie, die sind 4 Frauen, 2 Männer. Erste Frau ist geschieden. Zweite hat schon 3-mal Männer kam um ihre Hand zu, ist nicht gelaufen. Dritte lag im Krankenhaus, war ihre 3. oder 4. Fehlgeburt. Immer bei der 5., 6. Monate geht das Kind raus. Der Bruder schwer krank. Der andere Bruder schwer krank. Wisst ihr warum? Der Vater war tief in Okkultismus. Er war ein Freimaurer. Er hat sehr viele Schlimme. Er war in Indien, hat er sich eingeweiht lassen mit indischer Magie und so. Wer bezahlt jetzt den Preis? Die Kinder und die Frau. Die Frau ist bekehrt. Die Kinder sind bekehrt. Aber das Problem bei den Kindern ist, dass die sind im Gemeinde, wo man sagt, wer in Christus ist, eine neue Kreatur. Du brauchst um nichts zu beten. Ich war einmal in den USA Richtung New Orleans. Ich habe meinen Flug gebucht und jemand hat mich gerufen, die Schwester ist in Not. Ich habe in Washington einen Roundtrip gemacht. Ich bin in Washington gestorben, bin ich bei einer Schwester. Liebe Schwester und Bruder, wir haben gebetet für diese junge Dame. Was ich da gesehen habe, hat mich erschrocken. Ich habe erkannt, wie furchtbar die Werke. Es gibt bestimmte Sachen, wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du das noch nicht persönlich erlebt hast im Gebet, man dir das erzählt, du wirst denken, Menschen sind verrückt. Aber ich war im Keller, wir waren 3 Leute. Wir haben für diese Frau gebetet. Als die Frau anfing zu meinen, die anderen sind rausgegangen. Die könnten nicht aushalten, was da passierte. Habt ihr schon erlebt, jemanden, die wie eine Schlange sich so rum um sich und schreit wie eine Schlange und fängt an, euch zu verfolgen im Raum? Und diese Schwester ist in einer Gemeinde. Und man betet für sie. Schwester, du bist schon. Und die Schwester ist am Leiden, die Familie. Und das Gute ist, die erkennt, die hat durch diese Gebete erkannt, was gerade in der Familienbewegung ist. Der Geist Pharao wird dir keine Geschenke geben. Und er wird die Gemeinde
keine Geschenke geben. Und wir besiegen uns ihn dadurch, dass wir regelmäßig nach dem Wille Gottes suchen, nicht nach unserem eigenen Wille. Wir besiegen ihn, wenn wir die Erkenntnis haben, wer Jesus Christus ist und wer wir in Jesus Christus sind. Und wir besiegen ihn, wenn wir erkennen, was für Vollmacht wir bekommen haben. Wir haben nicht Vollmacht bekommen, um in Redenweise den Menschen zu predigen. Wir haben Vollmacht bekommen, um zu beten, gemäß des Geistes und der Kraft Gottes. Damit die Gemeinde, damit Menschen, die in der Gemeinde kommen, dass die aufgebaut werden, geheilt werden, dass die wachsen und Jünger werden. Wisst ihr, was ein Jünger ist? Wisst ihr, was ein Jünger ist? Lukas 6, 40 sagt, ein Jünger ist nicht über sein Meister, aber jeder vollkommene Jünger wird sein wie sein Meister. Das bedeutet, die Gemeinde soll Leute ausbilden, formen, dass wenn man Leute sieht, man sieht Jesus Christus. Wenn man dich sieht, deine Bewegung, deine Redeweise, deine Art, mit Menschen umzugehen, deine Art zu predigen, du predigst in Vollmacht und Kraft. Du redest mit Kraft und Macht. Alles, was du tust, du brauchst nicht unbedingt mit der Bibel auf der Straße zu gehen. Du brauchst nicht deinen Ehemann jeden Tag mit der Bibel zu erschlagen. Dein Ehemann erkennt, dass du in Vollmacht bist, wenn du deine Gesinnung verändert, deine Sprache verändert, deine Benehmen verändert, deine Art, dass in dir dein Leben strahlt nach Jesus, dein Leben riecht nach dem Duft Jesus, deine Sprache riecht, wenn du deinen Mund öffnest, auch wenn du die Zähne nicht geputzt hast, das riecht nach Jesus Christus. Halleluja. Auch wenn du seit Tagen nicht die Zähne geputzt hast, die Art, wie du redest, Halleluja, es riecht nach Jesus. Und so wird die Welt sehen und erkennen, dass die Gemeinde, jemand hat vor kurzem gebetet, Herr, und deine Gemeinde ist schwach geworden. Ein Mann Gottes ist schwach geworden. Herr, wir wollen wieder diese Gemeinde erleben, wie in der Zeit von Petrus, von Jakobus, von Johannes, von Paulus. Herr, errichte deine Gemeinde wieder auf. Und warum hat er so gebetet? Er sagt, man lästert über die Gemeinde Gottes da draußen. Man verachtet die Gemeinde Gottes. Warum? Weil die Gemeinde, auch in der Zeit von Petrus, auch wenn die Verfolgung da war, man hat verfolgt, weil man Angst hatte von der Gemeinde. Weil die Gemeinde war ein Macht, war eine Kraft. Man hat die Gemeinde verfolgt, weil die Gemeinde sehr viele in Bewegung im Land, im Staat, wo Petrus, Paulus, Johannes da waren. Die Obrigkeit der Stadt haben Angst gehabt. Es waren unbelehrte Menschen, aber wenn die ihren Mund geöffnet haben in der Öffentlichkeit, geh im Marktplatz, öffne deinen Mund, redet. So haben die geredet. Um die Masse kam. Leute haben sich bekehrt. Leute wurden geheilt. Leute, und so haben Leute angefangen, diese Obrigkeit haben angefangen, Angst von der Gemeinde zu haben. Denn die Gemeinde haben ihre Autorität bedroht. Die Gemeinde haben ihre Herrschaft bedroht. Denn es war die Herrschaft Jesus Christus, was sich in der Menge bewegt hat. Wo ist diese Gemeinde? Wo ist diese Gemeinde? Wenn 4, 5 Gemeinden dieser Stadt sich erheben, im Marktplatz oder im Wasserturm anfangen zu predigen, 4 Gemeinden dieser Stadt, 5 Gemeinden, die Stadt wird beben. Es fehlt Einheit. Es fehlt Einigkeit. Es fehlt dieselbe Sichtweise. Willst du aufstehen und beten? Sag, Herr, gib mir Erkenntnis, was der Feind noch in Ägypten hält. Mein Bruder, meine Schwester in der Familie, der noch gebunden ist in Ägypten. Vater, nein, du hast gesagt, glaub, du und deine Familie wird errettet. Nimm den Namen deiner Schwester, nimm den Namen deiner Mutter, nimm den Namen deines Bruders. Sag, mein Bruder, egal wo du dich bewegst, im Namen Jesus Christus, ich proklamiere, dass der Geist Ägypter, wisst ihr, was der Geist Ägypter ist? Der Geist der Geldgier. Wisst ihr, was der Geist Ägypter ist? Der Geist der Lüge. Der Geist der Verführung, der Geist der Manipulation. In Ägypten gab es schon Homosexualität. Dieser Geist ist der Geist, der unsere Brüder und Schwestern da draußen fesselt. In Ägypten Geist Hexerei. Es war das okkulteste Land damals, denn die Hexe in Ägypten könnte die Sache Gottes nachmachen. Bis zum 7. oder 8. Plage. Und die halten unsere Brüder, unsere Schwestern da draußen. Durch Krankheiten, Depressionen, durch Lüge, lügende Gedanken. Wir sollen das zerbrechen und proklamiere Freiheit im Namen Jesus Christus. Lass uns beten. Halleluja.
ora ba 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 me ke ri ba kando re ba ba me ke ri ba ka re ba 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 ba. Vater, es gibt keine Erweckung ohne Erkenntnisse, ohne Buße, ohne Umkehr. O Vater, im Namen Jesus Christus, du sagst in dein Wort, glaub du und deine Familie werdet errettet, o Herr. Herr, wir flehen dich an, Vater. Schick Vater, den Geist der Buße in unsere Familie, Herr, in unsere Stadt, Herr, in unsere Nation, Herr, in Europa, Herr. Schick Situationen, Herr, die dazu führen werden, Herr, dass Menschen umkehren, Herr, dass Menschen Buße tun, Herr. Oh ra ba 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 me ke ri ba kando re ba sha me ke ri ba kharia sho to ro I kande re ba kando ro bo sha I kande ri ba koryo shande re bo sha ma sente ri ba kando re ba ba I kando re ba 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 ma sho to re ba 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 sho to ro bo I kande ri ba kande re bo sha I kande ra ba kharia ba konto ro bo sha I kande re ba 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 Pharao, lass mein Volk ziehen. Lass meine Familie ziehen, lass diese Stadt ziehen, lass diese Nation ziehen, damit die den Herrn dienen. Lass die Seele ziehen, im Namen Jesus Christus. Korea, Baba, Baba, ich lasse nicht in Ägypten, ich lasse meine Familie nicht, ich lasse meine Habe nicht, ich lasse meine Segen nicht. Halleluja, im Namen Jesus. Korea, Santo Rebos, Korea, Santa Raba, Ikanto Riba Roboshe, Masente Riba Kando Roboshe, Ikante Riba Karia Santo Robos, Meke Riba No Rob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 
programmieren das in unserer Familie, Herr, dass die Herzen sich öffnen, Herr, dass Menschen, Halleluja, bereit werden, Halleluja, das Evangelium zu empfangen. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, im Namen Jesus, Mandaraba Kariasha, Mekeriba Kando Robosa, Mekeriba Kando Ribariosa, Mikantaraba Karia Baba, Mekeriba Kando Rebosa, Masoto Rebo Koriosa, Mekeriba Kando Rebaba Baba, Mekeriba Kando Robosa, Mekeriba Kande Reboriosa, Mikantaraba Kariashe, Masoto Koriba Kariasha, Mekeriba Karia Baba, Mekeribo Riosanto Robosa, Intaraba Baba, Ito Robobo, Mekeriba Kariasha, Mekeribo Koriose, Mindaraba Kariaso, Mekeriba Kanto Rebosa, Ikantaraba Baba, Mesenteriba Kariasha, Mesenteriba Koriosa, Mesenteriba Korosa, Mikanto Rebosa, Masanta Karebose, Mekeriba Kariasanto Robo, Ikanto Reba Baba. O Herr, bewahrt unsere Kinder, bewahrt unsere Kinder, bewahrt unsere Kinder, bewahrt unsere Kinder, bewahrt unsere Familie, bewahrt die vom Bösen, Herr. Erlaubt Situationen, die dich dazu bringen werden, umzukehren, Herr. Erlaubt Umstände. Du bist der Herr über Umstände. Du bist der Herr über Situationen. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Korashatoro, meke riba baba, meke. Wenn ein böser Geist deine Familie unter Kontrolle hält, befällt dieser böse Geist im Namen Jesus, deine Familie loszulassen. Wenn ein Geist der Hexerei, ein Geist der Unzucht, ein Geist der Lüge, ein Geist der Verführung, er soll deine Familie loslassen. Im Namen Jesus. Ein Geist der Krankheit muss deine Familie loslassen. Im Namen Jesus. Oh, Halleluja, wir sind im Sieg. Wir proklamieren den Sieg über diese Nation. Wir proklamieren den Sieg in dieser Stadt, in unserer Familie, in unserer Ehe, in unserem beruflichen Leben. Wir proklamieren den Sieg. Wir deklarieren den Sieg. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Ich bin mehr als Überwinder. Ich bin mehr als Überwinder. Weil durch Jesus Christus, ich bin Überwinder. Weil durch Jesus Christus, ich überwinde jede gedankliche Situation, jede gedankliche Angriffe. Oh, komm gegen die gedanklichen Angriffe. Überwinde die gedanklichen Angriffe durch das Wort Gottes. Die Lüge Satan durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes, durch die Macht des Wortes. Im Namen Jesus. Oh, oh. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Herr, für den Sieg. Danke für meine Schwester und meinen Bruder, für die, die online sind oder hier sind. Wir segnen jeden einzelnen Vater. Wir wollen weiter so beten, Herr. Wir wollen durchbrechen mit dir, gemeinsam mit dir. Denn ohne dich können wir nichts tun, Herr. Und wir danken dir, dass du hier bist. Deine Salbung, deine Kraft, deine Engel, Halleluja. Du bist ein treuer Gott. Wir geben dir allein die Ehre. Fäng an, Gott die Ehre zu geben. Segne den Namen des Herrn. Preis den Herrn, preis den Herrn, preis den Herrn. Halleluja. Er hat Wunder getan. Er hat Mächtige getan. Er hat dich erfüllt mit Kraft und Sieg. Er hat dich erfüllt, Halleluja, mit Durchbruch. Danke, Herr. Danke, Meister. Wir geben dir allein die Ehre. Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist, dass du uns Erkenntnis schenkst. Wir danken dir, Heiliger Geist, für den Sieg. Wir danken dir, dass du zu unseren Herzen sprichst. Wir danken dir, Heiliger Geist. Ehre sei der Name des Herrn. Du führst uns in der Gegenwart Gottes. Du öffnest unsere Augen, damit wir sehen. Du öffnest unsere Ohren, damit wir hören. Du schenkst uns die Sprache der Himmelfahrt. Heiliger Geist, vielen Dank. Vielen Dank. Hab Dank, Heiliger Geist. Hab Dank, dass du da bist. Du bist ein treuer Gott. Du bist immer bei uns, überall, wo wir sind. Du leitest uns, du führst uns. Du schenkst uns die himmlische Gedanke, die himmlische Gesinnung, der himmlische Verstand. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du uns, Halleluja, führst in der Gegenwart Gottes, vor der Thron der Gnade. Wir danken dir, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber du, Heiliger Geist, du kennst die richtigen Worte. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Bewegung, deine Gemeinde. Danke, dass du daran arbeitest, uns zu formen, uns zu bereiten, dass wir reif werden, dass wir die Fülle Gottes, dass wir das Bild und Ähnlichkeit Gottes immer mehr in alle Bereiche unseres Lebens. Heiliger Geist, gib uns diese Empfindsamkeit, dich zu hören, dir zu hören, zu spüren, wenn du da in Bewegung bist, zu gehorchen. Gib uns diese Empfindsamkeit, nicht deine Bewegung zu blockieren, sondern uns zu bewegen, wenn du dich bewegst,
zu hören, wenn du redest, zu sehen, was du siehst, zu fühlen, was du fühlst. Heiliger Geist, gib uns diese Gewand von dir, dass überall, wo wir sind, alles, was wir tun, gemäß dein Wort. Heiliger Geist, wir danken dir. Du bist der Geist der Gemeinde, der die Gemeinde leitet und führt, der die Braut vorbereitet. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Heiliger Geist. Schenk du Gabe, Dienste, schenk Erkenntnisse. Vater, danke, dass du da bist, dass dein Geist in der Gemeinde geströmt, immer strömt, dass die Gemeinde uns erweist, dass er der Geist uns erweist, dass er uns führt. Er überführt uns vom Sünde, Gerechtigkeit und Gerecht. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben, Halleluja, mit dir gemeinsam zu singen, mit dir gemeinsam uns zu freuen, mit dir gemeinsam zu reden. Heiliger Geist, er tut uns so Freude, immer zu wissen, dass du da bist. Oh, du der Geist Gottes, bewegst du mit uns. Geh nie weg von uns. Rede, egal was du sagst, Heiliger Geist. Gib uns das Herz zu gehorchen. Gib uns die Ohren zu hören. Gib uns, Vater, den Wille Gottes zu gehorchen. Wir danken dir, der Geist der Gemeinde, der Geist der Erweckung, der Geist der Kraft, der Geist der Freimütigkeit. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke vielmals. Danke vielmals, danke vielmals. Danke, Heiliger Geist, danke vielmals. Danke, du öffnest gerade unsere Augen in der unsichtbaren Welt, Halleluja. Du öffnest unsere Herzen, die Stimme Gottes zu hören. Heiliger Geist, ich preise deine Gegenwart. Ich danke dir, Halleluja. Ich danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Ich gebe dir die Ehre, ich gebe dir die Ehre, ich gebe dir die Ehre, dass du uns auserwählt hast, diese Werke zu tun, diese Stadt in Bewegung zu setzen, diese Nation zu erobern, diesen Kontinent zu erobern. Ich danke dir, Heiliger Geist, Halleluja. Du setzt deine Kraft frei in unserer Mitte. Du setzt die Kraft der Durchbruch, die Kraft der Erfolg, die Kraft des Sieges gemäß Jesus Christus, der Siege, das alles ist vollbracht. Heiliger Geist, Kora, ba, 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 shatakari, bakato, se. Ya ba 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 se te re ba 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 se te ri ba ka to se te I ka to re ba 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 so to ko ra ka ta sha ta e ko to ri a ka to ri ba ko ya se te ri ba yo ko to Vater, nichts soll in mir die Bewegung des Geistes blockieren, Herr. Nichts, nicht mein Verstand, nicht meine Wille, nicht in mir, Heiliger Geist. Ko ra ba 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 sha ta re bo sa I ka to re ka ta Kaya kato re kato she masete keri bakato riba kato se masata kare bakata ikato re bakato reba ikato re bakata kaya ka ikato re bakoto riba sa mi kato riba kato reba kato she masite keri bakaria bando robos me keri bakando reba baba ikato riba kando rebo sa ikato re bakato she te keri Kato se mando reba kando reba sha I kanto reba kanto yebosa me keriba kanto riba riosho me keriba kando reba kanto yebasa mando reba karia baba baba se. E conteria baba basete, I cantori bario sotto, me canteri bacando rebosa, I cantore baba baba basse, mando reba candere borioche, I cantori bacaria sotto robo, I cantore bacaya basotto robo, me canteri bario sotto robosa, I cantere baba 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 sete ribaco, I cantore canto sete ribacande rebos, manderi bacaria sente rebosa.
Ikatoreba kaya shoto ekata kasataka ekataria katakeria kato seteria kato ikateria kaya sho mekeria gandoro bosha mekeria bakondoro boshe mekeria bashoria bababa ikorio boshondoro boshe ikandoro boshendere beriosa ikatoria kata shatara mekeri bababa baso mekeri bakondoro boshe mekeri bakandoro boshe mekeri bakandara bare boshe ikantore bakandoro boshe Meria baba basse me kere bosha mi katore bosha ya baba me keri bakandere boshe ma sontore bakaya shataka ma kota kati kataka toko de kataka rikatore katoro me kotore kataka ti katoko toko sataka rikata me kate ikatore kako karikata me kate ribakato shataka toko ti kataka soto ikate rikata karia kataka Riaka, Maye Koto sete keriba kato, me keriba kato rebo kayasha, me keriba kanto rebo sharia baba, me keriba kando rebo sharia baba, me keriba kande rebo rio sharia base, me keriba kanda rababa baba se, me keriba kanto rebo kariasha, me keriba kanta raba kando rebo sha, masete keriba kanto rebo kayashe, me keriba kanto rebo sharia baba, me keriba kanto reba kanto she. Mi canto rebo sharia baba meria baba bashe keremosa moshata yabase moshe teri bakatasha. Danke Heilige Geist, danke Heilige Geist, danke Heilige Geist, danke Heilige Geist. Wir danken dir im Namen Jesus Christus. Wir danken dir im Namen Jesus Christus. Wir danken dir, dass du da bist. Halleluja. Wir danken dir, dass du da bist. Halleluja. Wir danken dir, dass du unsere Schritte lenkst. Halleluja. Wir danken dir, dass du unsere Wege führst. Halleluja. Wir danken dir, dass du uns erfüllst mit der Gedanke des Vaters. Halleluja. Wir danken dir, dass du uns leitest im Namen Jesus Christus. Danke, Heiliger Geist. Danke, 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 danke. Halleluja. Danke, wir lieben dich. Halleluja. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben deine Gedanken. Wir lieben dich. Halleluja. Wir lieben dich. Halleluja. Halleluja. Danke dir im Namen Jesus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Der Herr ist gut. Amen. Der Herr ist wunderbar. Wir segnen jede Einzelne und wir sehen uns morgen um 5.30 Uhr. Per Zoom sind wir ins Gebet morgen um 5.30 Uhr. Amen. Kommt gut nach Hause, erholt euch. Der Herr segne uns. Amen.